Leute, here we go again. Wir schauen uns heute Folge 4 von Are You The One USA an. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch mal wieder und ich kann euch eins versprechen. Das wird die beste Folge bisher. Bevor es losgeht, kommt die melancholische Musik. Es wird Zeit, diesen Channel zu abonnieren. Ich hab Bock, noch viel, viel mehr Videos für euch zu machen, mehr Formate zu besprechen, mehr Ami-Zeug, mehr deutsches Zeug und ich brauche euren Support. Deswegen die Musik, vielleicht noch ein paar Regenschauer, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert. Ich lasse euch kurz mal eine Sekunde einfach da unten gucken. Und dann geht es auch schon los. Here we go. We're all super bummed out and we still have no idea. Eigentlich läuft es gerade bei den Amis wie bei uns aktuell in der Staffel. Sie hatten in der letzten Folge zwei Lichter, gerade mal zwei Perfect Matches gefunden und ja, zufrieden ist keiner gerade. All I wanted to ask you is your heart, your mind is 100% set on Adam. Yeah. I've gotten a chance to talk to you and I've talked to Adam. Y'all are not a match. Yeah, Brittany ist überzeugt. Der Rest der Teilnehmer überhaupt nicht. Jeder sagt, ey, ganz ehrlich, ihr passt überhaupt nicht zusammen. Also, let it go, let it go. Aber nein, sie möchte nicht. Pick someone else and we'll narrow it down. But I don't want to listen to that. No one can listen, that's fine. Wir kennen das von dem deutschen Format. Ja, Britney ist auch hier ein bisschen festgefahren, was ihren Adam betrifft. Aber nun gut, schauen wir mal, was Ashley gerade so macht. The kind of guy I usually go for is the bad guy. I think he's all that due to my man trust issues. Okay, war das nicht ein Widerspruch in sich? Sie mag die Bad Boys, hat aber Angst, Männern generell zu vertrauen. Ja, aber sie liebt halt diese Bad Boys, ne? Und wenn man sich angezogen fühlt, fühlt man sich eben angezogen, beziehungsweise dann ausgezogen. Hard for me to believe that he's a reformed, retired player, because I feel like, you know, once player, always player. Wahrscheinlich ist es so, aber Ashley hält auch nicht hinterm Berg mit ihren direkten Fragen. Did you f*** a lot of girls? Damn! It's time to go. Dre hat keinen Bock mehr, aber sagen wir mal so, ob Dre sich auf das nächste Spiel so freuen wird, bleibt abzuwarten, denn es geht mal wieder los, lasst die Spiele beginnen und diesmal, OMG, die Männer müssen einstecken, denn ihre Ex-Freundinnen kommen, ihre Ex-Freundinnen sind einfach da, aus dem Nichts. All of them. Oh my god, this is hilarious. My ex, like, look at me in my eye, are you kidding me right now? Ich wäre so geschockt, ich sag's euch, das ist kein Spaß mehr. Das Spiel läuft folgendermaßen ab, die Jungs müssen sich erstmal verpieseln, dann stehen die neuen Frauen den Exes gegenüber. Eine Ex geht auf ein Podium und dann darf man ihr Fragen stellen. Sie wissen natürlich nicht, welche Ex zu welchem Typ gehört. Now the four of you who match the most exes with the correct guys win the challenge. Is he deep in conversation? No, you'll be having a serious conversation with the... What does my left bicep look like when I do this? Oh my god. Ich glaube, so hat jeder Adam eingeschätzt und ja, come on. Ist doch funny. Es wird intensiver mit der Ex von Chris S. bzw. Scarly. Are you guys still, you know, friends? A little more than friends, yes. Will not be out of the picture, so I hope that's not a problem. Ich hoffe, das ist kein Problem, aber ich habe auch ab und zu mal was mit ihm. Also wenn du dann die Neue bist, hast du vielleicht auch mal was mit ihm. Wir haben einfach eine friedliche Dreiergemeinschaft. Es wird nice. Und Jungs sind Jungs, feiern sich für diese Aussage. Es ist schon irgendwie, ist schon funny. Is he romantic? He is the worst gift giver on planet Earth. He bought me a gas mask, tie-dye kit, and I got jumper cables for my birthday one year. Ryan ist der Beste. Gasmaske, Startkabelhilfe. Ich meine, wenn das nicht romantisch ist, dann ist doch schön. Und er hat's eingepackt. Ich weiß gar nicht, worüber sie sich beschweren kann. If you ever do get that honor, just know that we messed around a month ago. Really? Really? Wow. Oh, sie wissen ja noch nicht, welche Ex zu wem gehört, aber Dre hat hier ein kleines Problem. Really? That's f***ed up. Why did you break up? I didn't think that he appreciated me, so I thought you would see maybe what he was missing. Die nächste Ex ist die von Ethan. Is he faithful? I broke up with him because he cheated on me. Oh. Naja, wir sind hier nicht bei F-Boy Island, aber irgendwie alle Kerle, ja, sagen wir mal so, bisschen unfaithful, ne? Um hier mal Rihanna-Songs zu droppen. How do you feel about the fact that your man is here looking for another woman? I really don't care. Oh, you, are you serious? Die ist anscheinend nur froh, dass sie ihn losgeworden ist und die sagt, hey, go for it. Und wir haben vier Gewinnerinnen. Glückwunsch an Jessica with 8 out of 10 correct. Brittany with 6 out of 10 correct. JC and Kayla, both
with 5 out of 10. Und wir kennen das Prinzip, die dürfen dann ihre Männer wählen, mit wem wollen sie auf ein Date. Den Anfang macht Jess. You are our winner, so you get to choose first. All right. Sorry, Khaleesi, but I'm gonna go with Dylan. Man hat so ein bisschen gemerkt, Dylan und Khaleesa, die nähern sich so ein bisschen im Haus an. Und ja, Jess stiehlt jetzt Dylan, was aber auch nicht schlimm ist. So gut kennen die sich ja alle noch nicht. JC. Wes. Oh! Interessante Paarung. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass die überhaupt eine Connection haben. Kayla. Ryan, I want you to come on this date with me. Beim letzten Mal hatten die beiden das Tagebuch-Drama und dann haben sie sich geküsst und eigentlich ist ja Wes auch heiß auf Kayla, aber Kayla hat sich dann doch irgendwie für Ryan entschieden und ja, sie nimmt ihn mit aufs Date. I know that deep down this person is an amazing person. My choice is Adam if he wants to go on the date with me. Oh ja, beim letzten Mal hatten die ein Techtelmechtel. Man kann auch sagen, sie haben den Boom Boom Room, der da noch nicht vorhanden war, auf jeden Fall eingeweiht. Naja, wie auch immer, aber Adam hat auch schon klar und deutlich gesagt, sie ist nicht mein Perfect Match, ich will eigentlich nichts mit ihr zu tun haben. Das, was sie gemacht haben, kann man jetzt mal deutlich von dieser Perfect Match Situation trennen, nach Adam. Aber Brittany kapiert es nicht. Brittany mag ihn hart. Brittany ist besessen. Ist so. Dann gibt es aber noch eine kleine Überraschung, die es in sich hat. One little catch though, guys. All of your exes are invited as guests of the house for the evening. Also Jungs, dann seid mal ordentlich gastfreundlich heute. Hi, you want me to join the most awkward conversation imaginable? Das ist echt awkward. Ich meine, da steht seine neue Flamme Kayla, seine Ex und irgendwie ist das schon sehr komisch. Aber das Problem ist auch hier, Ryan stellt sich komisch an. Bisschen komisch. You had every opportunity to say nice things about me today. And every single question, you put me in a negative light. You want to talk about that? She didn't put you in a negative light, right? Every girl in that group, Ryan, thought she was the sweetest one. Also das, was wir gehört haben, war ja nur die Sache hier mit den Geschenken und dass es da nicht so drauf hat und so bla bla bla, war jetzt tatsächlich gar nicht so kritisch. Aber vielleicht wurden auch noch viel, viel mehr Fragen gestellt und rausgeschnitten. I just think that maybe you should be less confrontational about things and be more open-minded. I'm beyond done with this right now. Good luck. Das ist die beste Reaktion. Good luck. I didn't realize that you and Dylan were still so close. I saw it on your face now, so I was like, dang, man. Die ist noch gar nicht über Dylan hinweg. So gar nicht. Until like I get a second chance with Dylan and it's proven to me that it's never gonna work out, I just won't give up. Eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht für Dylan, weil da merkt man ja auch, wenn die Ex-Freundin wirklich noch so um ihn kämpft, dass er wahrscheinlich ein cooler Typ ist. Also er ist ja nicht fremdgegangen, hat sie jetzt zumindest nicht erwähnt, sondern sie mag ihn einfach so sehr und will das wahrscheinlich nochmal. Und das bedeutet ja auch, es ist ein cooler Typ, um den es sich zu kämpfen lohnt. Allerdings ist es für sie, für Khaleesi jetzt auch sehr, sehr komisch, denn ja, es ist auch ein bisschen heartbreaking zu sehen, dass da eine andere Frau ist, die eigentlich noch diesen Typen haben will und nicht über ihn hinwegkommt. Auch irgendwie traurig. Naja. Was machen wir da? Naja, holen wir mal Dylan dazu, oder? Are you still in love with Mariah? That's a tough question. Eigentlich nicht. Entweder ja oder nein. Aber wenn du das so sagst, dann bist du es noch. Also bist du noch in sie verknallt. Oh je. She's always gonna have a place in my heart, but at this point in time, I still wanna see this experience through and see what it brings. And I know there's a couple connections in this house that I'm making with people and I want to see how that plays out. Okay, hat er schön gesagt, aber ich bleibe bei der Meinung, er hat noch irgendwas für die Ex. Also er empfindet auf jeden Fall noch einiges für die Ex, auch wenn er jetzt sagt, er will sich hier auf das Experiment einlassen und das hier in vollen Stücken genießen. Good day. Thanks for making me this awesome bouquet of flowers. Ich würde fast sagen, jetzt nur von der Optik her sind die auf jeden Fall ein perfect match. Muss man sagen, passt sehr, sehr gut. Und die verstehen sich auch gut, also warum nicht? Aber wir wissen ja, bei Are You The One ist alles möglich. What do you really want to talk about? I want to know, like, for real, your feelings about Khaleesia. It's definitely torn between you and Khaleesia. Nicht nur Dylan, denn da gibt's ja noch deine Ex-Freundin. Aber aktuell jetzt für diese Sendung, ja stimmt. Khaleesia und sie sind im Rennen. Oh man, I see something romantical. Also ich hab's ja schon gesagt, wenn die kein Perfect Match sind, dann ist es auch egal, die wären auf jeden Fall eins. In real life. Sehr süß. Im Haus passiert das, was im Haus immer passieren muss. Und das sage ich ja auch immer genau so. Naja, die Teilnehmer müssen sich entscheiden für ein Date. Und diesmal ist es wirklich sehr, sehr schwer.
This is the first truth booth where I feel like everyone's voting for a different couple. Wir haben hier Dylan und Jessica. Okay, sagen wir mal so, das ist nicht schwer. Was schwer ist, Ryan und Kayla. Sichere Geschichte würde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir noch Wes und JC, jetzt auch nicht so die Möglichkeit. Aber Brittany und Adam ist auch eine perfekte Wahl. Also es geht um zwei Paare und ich bin sehr, sehr gespannt, wofür sich die Leute entscheiden werden. Apropos Adam und Brittany. I know you have good intentions, so I feel really bad saying this, but I'm just not interested in you anymore. Beste Reaktion. Ja, lachen wir das Ganze einfach mal weg. We won't pick each other anymore for challenges and matches, and I'll friendzone you. Are you okay with that? We're not friendzoning anymore. We're just not anything anymore. Ja, Adam übertreibt jetzt auch ein bisschen, aber er muss übertreiben, weil sie es halt nicht checkt. Und er wird jetzt ein bisschen gemein. Er sagt so, ey, noch nicht mal Freunde. Nichts. It's best at this point if we just separate. Yeah, where is your babe? She's in the back. Dann sind alle wieder im Haus, der Moderator kommt reingesteppt und ja, die Matchbox-Entscheidung steht an. Wer von den vier muss in die Matchbox? Aber vorher muss nochmal geklärt werden, wie waren die Dates? Adam. Honestly, I try and stay away from Brittany at all times in the house because I can't stand her. And everybody here, get back to me right now! Das ist so amerikanisch, aber auch so geil. Ich liebe diese Reactions von den Jungs, die so völlig am Ausrasten sind. Aber natürlich, Adam wird hier auch angestachelt, um das durchzuziehen oder möglichst dramatisch zu machen. Ist schon eher fun, ist jetzt hier keine kritische Situation, muss man auch sagen. Auch wenn er rumschreit, ist es eher so ein bisschen funny. With Adam, when he flips out, I totally believe that that's his guard up. I'm thinking, shut up, I know you care about me, I know you want to get to know me better. Yes, Brittany, genau so sieht's aus. Egal was er macht, er hat keine Chance, er wird sie nicht mehr los. Also in real life ist sie eine Stalkerin. Wäre das jetzt keine Show, dann würde sie auf jeden Fall Adam stalken und rund um die Uhr versuchen, ihn zu manipulieren. Wenn er eine neue Freundin hätte, würde Brittany ihr so Texte schreiben, das Auto kaputt machen. So eine Situation haben wir hier gerade. The couple you voted for. Dylan and Jessica. What? Dylan and Jessica. Das war nicht smart. I was not expecting that. I'm thinking that Ryan and Kayla are gonna go into the truth booth because they have the strongest emotional attachment. Ja, hat er recht. Wäre auf jeden Fall besser, dann wüsste man auf jeden Fall, ob die beiden im Match sind und man könnte es dann ausschließen oder damit weiterarbeiten. Wäre schon nicht schlecht. Ja, nicht gerade überraschend, die beiden sind zurück in der Villa und ja, Kalicia kommt direkt an, umarmt ihren Dylan und let's get it on. I feel like me and Jess's time was cut a little bit short, but now I get to pursue you. Und ja, Dylan ist nicht der Einzige, der sich befreit hat. Wir haben ja noch Adam. I was with Brittany because I couldn't get with you. Ja, das ist also Amber. Amber ist die neue Auserwählte von Adam. Amber, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Und Amber ist natürlich auch irgendwie heiß auf den Adam. Muss man sagen, sie hat vorher ein bisschen rumgeturtelt mit diesem Ethan und da gibt's eine ganz, ganz klare Ansage von Adam. I really do want you to break things off with Ethan. I want you to tell Ethan, hey, I'm done with you. Ja, und das macht sie und damit ist der Weg frei und wir haben ein neues Perfect Match. I wanted to jump your bone. I guess it's like... Dann geht's auch schon los mit der Matching Night. Die Frauen dürfen heute wählen und den Anfang macht Kalicia. Who is your perfect match? My perfect match is gonna be Dylan. All right, Dylan. Could be. Die nächste ist Paige. My perfect match is Skelly. Hey. How's it going, Jess? Okay. Who's your perfect match? Wes. Out of the blue, Wes und Jess. Die nächste ist Simone. My perfect match is Dre. Dre, okay, die haben vielleicht, glaube ich, noch nie miteinander gesprochen und eigentlich war doch Ashley und Dre jetzt hier so ein bisschen am Knistern. Was sagt Ashley? Simone picks Dre and I'm very, very shocked and I'm thrown off and now I'm really upset because I wanted to pick Dre for my matchup. Kommen wir zum nächsten Problem Child, Brittany. Okay, Brittany, who's your perfect match? Ryan. Now that is a match. Ryan, okay, interessante Wahl. Neben Adam wahrscheinlich der hübscheste Kerl da. Aber wie gesagt, ist ja jetzt natürlich auch Geschmackssache. Okay, Brittany nimmt also den BFF von Adam.
All right, Kayla, who's your perfect match? I'm gonna have to go with Ethan. Hey. Ethan! Da sieht man aber auch, wie schnell alles durcheinander geht, wenn eine Person plötzlich jemanden nimmt, den man selbst wählen wollte, und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wen man eigentlich wählen soll, und dann ist alles... Ja, ich verstehe nicht, warum die nicht vorher genau absprechen in der Gruppe, wer wen nimmt. Vielleicht dürfen die das nicht. Vielleicht dürfen die vorher nicht sagen, wen sie nehmen, aber eigentlich irgendwie doch. Macht ja auch keinen Sinn, das zu blocken. Amber, who's your perfect match? Adam! Geil, wie Britney guckt. Sie ist nicht so happy, aber Adam und Amber, ja, weiß ich nicht. Könnte sein. Alright, Ashley, who's your perfect match? I'm really bummed that Dre was picked because he is my first pick. So now I have to pick someone else. I chose Christy. Christy, hört her, die haben auch noch nie miteinander geredet. Ja, und wenn wir über Christy sprechen, müssen wir auch ein bisschen über Shanley sprechen. Wen wählt sie? Who's your perfect match? JJ. JJ. Und Shanley. Nee. Last up, JC, Joey, go ahead and lock in. Und damit ist die Folge auch schon so gut wie zu Ende. Kommen wir zur wichtigsten Frage bei Are You The One? Wie viele Lichter gehen an? Schon mal gut. Nummer 2 auch, okay. Really disappointing. It's so discouraging. Die Jungs und Mädels sind genauso wack wie unsere. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Schreibt es mir gerne unten mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Ich sag wie immer, ciao.